Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer Runde Heroes of the Storm. Ja, ich dachte mir, ich bringe mal wieder Heroes of the Storm. Ich weiß gar nicht, obwohl ich hatte, glaube ich, nur eine Folge zwischendurch Hearthstone. Ich will das, wenn jetzt nicht irgendwie, also es kommt ja bald das bei Hearthstone das große Turnier. Aber ich will das jetzt erstmal so machen, dass ich... Mehr Schaden brauche ich nicht. Verringert die Mana-Kosten. Okay. Aber verringert die Mana-Kosten von eurem Nachwachsen, wenn Mondfeuer mindestens 1 zu 3 trifft. Was? Euren verdienten Lohn, wenn Mondfeuer mindestens 1 zu 3 trifft. Für immer? Nee, das kann nicht sein für eine bestimmte Zeit, oder? Also für immer wäre mächtig, weil dann wäre ich irgendwann, hätte ich keine Mana-Kosten mehr nach 6 Mal, Dings, das wäre ein bisschen mächtig, aber ich muss sagen, ich habe Malfurion noch nicht oft gespielt, aber ich spiele ganz gerne so Supporter und Heiler und so ein Quark alles. Links auf, ich weiß nicht. Ich finde, er ist so ein bisschen wie die... Boah, da kriegen wir gerade die Stimme hoch. Er ist so ein bisschen wie die frühere Soraka, habe ich mal das Gefühl. So vom Prinzip her. Angeblich habe ich übrigens nur 30 Frames, warum auch immer. Sieht aber aus wie 60. Aber gut, das kann auch... So, da bin ich wieder. Das, leider ist mein Spiel abgestürzt, weil das Spiel gedacht hat, nö, kein Bock. Nee, es hatte irgendwas von wegen, aus externen Gründen ist die, hat die Grafikkarte irgendwie rumgespannt, angeblich. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, weil das hatte ich noch nie, muss ich zugeben. Und jetzt muss ich erstmal wieder warten, oder? Ich hasse... Das ist übrigens das Behindertste überhaupt an Heroes of the Storm. Dieser Wartemodus finde ich dumm bis zum geht nicht mehr. Also, ehrlich. Was ist das für eine Scheiße? Wieso muss man warten, wenn man schon gewartet hat, weil das Spiel einen rausgeworfen hat oder weil man irgendwie, keine Ahnung, verkackt hat? Also nicht, ich habe ja nicht mal verkackt, es ist einfach nur, dass meine scheiß Grafikkarte nicht mehr wollte. So, und jetzt will ich, dass das Spiel losgeht. Sonst gibt's auf den Arsch. Jetzt hau ich dich kaputt, Junge. Okay, hat wenigstens noch nichts gemacht. Okay. Alter, ich habe 9 Frames. Warum habe ich 9 Frames? Was ist los? Was ist da los? Hallo? Ladezeit der Verbindung ist erhöht. Was Spielern kann. Junge, ein lokales Netzwerk. Was ist los? Was ist mit meinem Internet jetzt los? Was soll der Scheiß? Nachwachsen halt sofort ein bisschen. Also sorry Leute, aber irgendwie ist das gerade richtig scheiße. Alter, ich habe 9 Frames. Also so kann ich nicht spielen, das geht nicht. Ich muss mal kurz zurück und ich muss gleich nochmal neu ins Spiel rein. Das ist ja total zum Kotzen. So, da bin ich zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was damit los ist. Irgendwie spackt das total rum. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, seht ihr das sowieso nie. Aber das blinkt die ganze Zeit da oben von wegen, ich habe keine Verbindung. Das verstehe ich nicht. Das Spiel verlassen. Ist dem Spiel beigetreten. Also der Tyrael hat anscheinend auch Probleme. Vielleicht liegt es auch am Netzwerk. Also vom Blizzard-Netzwerk. Also... Ich habe immer noch 10 Frames und das ist echt zum Kotzen. Also für 10 Frames kann ich ja nichts machen. Das ist richtig scheiße. Alter, ist das übel schlecht. Kannst du ja keinem anbieten. Ja gut, das werdet ihr nie sehen, glaube ich. Das jetzt nicht noch in dieser Zeit besser. Obwohl doch, aus einem Grund. Ich will wissen, ob das nur bei mir so, nur bei mir daran lag. Oder ob das wirklich community-mäßig war, komplett. Das würde mich jetzt da echt interessieren. Weil. Oh Gott, das Scheiße! Ich kriege hier ja die Krise. Das ist okay, das ist alles ganz in Ordnung. Also der hat ja auch für mich einmal geskillt. Oh fuck, 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 fuck. Ich bin so froh, dass ich ein Heiler bin, verdammte Scheiße. Oh,
Hätte ich ihn lieber heilen sollen. Das war dumm. Ja, geil. Ja, ich kann da nicht wirklich viel tun. Ja, geil, geil, geil. Los, heil mich, heil mich, heil mich. Ich muss geheilt werden. Also ich habe kein Problem damit, wenn irgendwie das Spiel Probleme hat oder wenn ich im Spiel Probleme habe, weil ich irgendwie schlecht bin oder so. Das ist kein Ding. Aber was mich echt aufregt, ist, wenn ich so eine scheiß Framerate habe, weil irgendwas nicht funktioniert. Hab keine Angst. Ich habe 10 Frames. Ich mach mal kurz die Ausnahme auf und guck mal. Okay, auf irgendeine Art liegt das anscheinend auf der an der Aufnahme. Aber jetzt habe ich stabile 30 Frames. Das ist schon mal gut. 30 Frames, damit kann ich arbeiten. Ihr denkt, ihr könnt beide Ton öffnen, ihr Süßwasser. Ja, das geht. Ich hatte jetzt die Aufnahme kurz mal abgebrochen und mal. Ja, stimmt, gute Idee, sorry. Ja, Junge, entspann dich! Jetzt halt die Fresse, Alter. Ich bin echt nicht oft am Ragen, ne? Aber. Alter. Kann der Spaß jetzt mal aufhören rumzupingen wie behindert? Mann! Anstatt da so behindert rumzukacken, hätten die doch mal mir helfen können. Ich bin echt niemand, der gerne raged, aber das ist jetzt echt scheiße. Das zackt jetzt echt hart. Im total beschissenes Teamspiel. Also Zusammenspiel, das ist schlimm. Und das wird auch anscheinend nicht besser, weil irgendwie die Leute total wieder rumragen sind. Ja, ich bin auch gerade mal rumragen. Aber was soll ich da groß machen? Ja, gerne. Okay, wenn wir zusammen drauf gehen, ist geil. Zusammen drauf gehen ist super. Kann man machen. Na, das wird jetzt leider ein bisschen schwierig. Ich kann dich nicht gegen alles gegenheilen, Junge. Oh Gott. Ja, ich habe ihn vielleicht noch gerettet. Okay, ich habe ihn nicht mehr gerettet. Scheiße! Ach, das Spiel, ey, ist zum Kotzen jetzt. Wir liegen super krass zurück, nur weil ich halt die ganze Disconnect hatte und anscheinend der Tyrael auch. Ich habe 0-3, oh Gott! Fuck! Ich bin echt gerade richtig mad, sorry, aber... Das ist richtig scheiße. Normalerweise bin ich einfach viel besser. Oh, da sind sie auch schon am Rumpf. Wow. Rage. Ich bin leider nicht wirklich gut zum Gegenpushen. Ist halt leider so. Auto-Tag draufballern, das war's. Das ist echt nur noch 20 Mana. What the fuck? So soll es geschehen. Okay, das ist nur bis zum Tode? Helft unseren Verbündeten. Ja, Junge, kann... Also, ich muss sagen, das finde ich auch relativ nervig, wenn jetzt jemand... Also, wenn er einmal pinkt, ist ja in Ordnung. Um zu sagen, jo, Leute, könnt ihr mir mal helfen? Ja, gut, da sind jetzt wieder welche am Rumflamen von wegen, du kannst kein Englisch. Das ist ja Standard. Das ist gar keins mehr. Krass. Okay, das ist mächtig. Ich habe keine Mana-Kosten mehr. Es soll geschehen. Schnappt euch diese fette Beute. Komm her, komm her, komm her, komm her, ich will dich heilen. Geht doch.
Ulti raus. Hoch. Und hochheilen. Und hochheilen. Und hochheilen. Komm, bleib hier drinnen. Sehr schön. Oh, ich bin gestunt. Komm, ich heile dich von hinten hoch. Übrigens, das da. Ach, scheiße. Mann, wieso ist nicht Waller nicht mitgekommen? Waller, für eine Münze. Die hat uns für eine Münze uns alle sterben lassen. Ist sie behindert? Jetzt stirbt sie auch noch. Geil. Selbst wenn... Ja gut, das ist egal. Selbst wenn das Scheißding wie es, uns die Kanonen gebracht hat. Die... Es ist doch keine 6 Kills... 4 Kills wert. Wirklich nicht. Also auf jeden Fall meiner Meinung nach. Wir hätten die alle wegballern können. Und dann hätten wir einfach ganz, ganz entspannt hier weitermachen können. Das steht einfach 6 zu 26. Oh, das ist so übel. Das ist echt, das ist richtig traurig. Ah, okay, jetzt schon, wenn man stirbt, wird das zurück. Ah, okay, interessant. Das heißt, ich muss einfach nicht so, ich darf einfach nicht so oft sterben, dann habe ich keine Mana-Kosten auf meinem Dings. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, hinter uns ist so ein Assi. Oh. Ja, jetzt läuft's aber besser. Oh, oh, oh. Junge, du warst ein bisschen weit drin, ne? Bleib doch in meinem Dings drin, Junge. Geht doch. Sehr gut. Das war schon mal ein deutlich besserer Teamfight. Ach, das dauert echt zu lange immer. Das finde ich das einzig Nervige an ihm. Hielt ein Talent, verringert die Abklingzeit. Danke, das habe ich gebraucht. Ja, nehme ich. Ist geil. Was mache ich denn da? Was soll das denn? Also ich weiß, was das war, aber ich weiß nicht, warum der das gemacht hat. Oh, 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 oh. Kein Mana mehr, das ist nicht gut. Gut. Wie viel kostet das jetzt noch? Immer noch 60? Hä? Ich danke euch, Heil. Ach so, jedes Mal, wenn ich dann verfehle, dann wird's wieder... Okay. Oder was? Hä? Ach nee, jetzt haben wir das Caste. Ah. Sterb doch endlich. Ich hab grad keinen Mana zum Heilen. Ja, Junge, ich komm noch, ich komm noch. Nee, mal selber heilen. Vielen Dank. Okay, 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 okay. Also ich muss immer mit dem W treffen und dann gehe ich, hau ich das Q drauf, damit meine Mana-Kosten reduziert bleiben. Das ist schon mal schön. Ich kann so ein bisschen gegenpushen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht oft gespielt und auch noch nicht mit dieser Passiven. Ich habe ihn... Lustigerweise habe ich mal Furion mal ein bisschen auf Schaden gespielt. Das war ganz lustig. Kann ich das einfach so aktivieren? Nee. Gewehr verletzt und verwendet mehr. Nee, ah, interessant. Das ist nicht schlecht. Die ein bisschen schwächere Form von meinem Nachwachsen. Das erinnert mich ein bisschen an, das gab es auch bei Druide, die Fähigkeit. Bleib doch in meiner Dings drinne. Sehr schön. Oh, das ist nicht gut. Das könnte auch noch was werden. Dieses Einfrieren nervt halt echt hart. Oh, das war schön. Das war sehr schön. Oh, fuck.
okay, 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 okay. Ich könnte da so ein kleines Problem haben. Schade. Schade, ich hätte gedacht, er gibt es noch ab. Okay, aber wir kommen zurück. Wir sind am Returnen. Oh gut, das Ding macht nicht viel. Macht ein bisschen Damage, weil er der Full Life hast. Tyrael ist auch ein interessanter Champ, muss ich sagen. Die Passive besonders ist sehr interessant. Walla, hol die Münzen. Ja, nice. Die brauchen wir. Das Problem ist jetzt, wir sind alle tot. Ich bin noch relativ lange tot. Also wie gesagt, das am Anfang, dass ich halt rausgekickt wurde, ich glaube dreimal oder zwei oder dreimal, das hat halt uns ziemlich das Genick gebrochen, glaube ich. Und ich glaube, der Tyrael wurde auch rausgekickt. Ich habe da unten irgendwas im Chat gelesen, von wegen, hat die Verbindung unterbrochen, hat die Verbindung wieder angefangen, bla bla bla. Aber wir sind jetzt wieder auf einem nicht so ganz schlechten Weg, wieder zurückzukommen. Und ich habe halt immer noch katastrophale Stats, weil ist halt so. Oh, Münzen. Ach, dieses blöde Feld. Es hat einfach zu Range. Das muss ich jetzt mal so anmerken. Ich muss mal kurz meine Fähigkeit ein bisschen spammen. Genau, sehr gut. So, jetzt kann ich zu dem... Oh, der hat wenig Leben bestimmt. Ich bin auf dem Weg, Junge. Mein Freund. Okay, er ist tot. Dann helfe ich hier. Weil so ein Lager kann nie schlecht sein. Ja, die haben schon. Ich gehe da jetzt trotzdem mal hin. Ja, das ist klar. Also gegen 5 Leute, was soll ich da machen? Das ist total unmöglich. Das Einzige, was wir machen können, wir können sie jetzt versuchen zu töten und gegenpushen. Nice! Alle in meinem Ding drin. Oh, fuck. Kriegen wir. Warum geht er auf den Tank? Warum? Der hält doch alles aus. Das ist natürlich jetzt kacke. Geht weg, ihr Spastis. Was macht er denn da, Junge? YOLO reingehen ist ja gut und schön, aber nicht in der... nicht bei so einer Aktion. Was ist das denn? Ich helfe dir doch. Naja, das können wir vielleicht halten. Oh, das können wir nicht halten. Das können wir kein bisschen halten. Fuck. Was will ich jetzt denn wieder betäubt? Also wir bräuchten hier mal Hilfe, ne? Also die beiden anderen sind tot. Ja, wir haben echt ein Problem. Wir haben echt ein richtig großes Problem. Ja, nee, wir sind am Arsch. Schade, ich dachte, wir kommen nochmal zurück. Also ich muss jetzt erstmal Mana kriegen, weil ohne Mana kann ich da gar nichts machen. Die sind zurückgegangen. Ich wette, die haben wieder genug Münzen, um das Ding zu machen. Ja. Also ich muss sowieso noch ein, zwei Aufnahmen machen. Ich muss mal gucken, wenn die anderen besser werden, nehme ich die hier raus. Obwohl, ich will eigentlich alles hochladen, was ich spiele. Ich will nämlich nicht irgendwie so... Also ich muss sagen, wenn ich irgendwas gucke, ich gucke selber sehr, sehr oft, also sehr, sehr viel YouTube. Also halt, mich Kanäle auf YouTube. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich ganz gerne immer alles gucke, was irgendwie, selbst wenn die Leute verlieren, ist mir das eigentlich relativ egal. Weil ich finde dieses... Naja, man hat halt irgendwie... Weiß nicht, ich find's einfach cooler. Wenn ich jedes Ding gucke, ist das irgendwie besser. Das ist so meine Meinung. Kann aber auch sein, dass andere Leute das ganz anders sehen. Kriegen wir die? Der Stunt ist schön. Die kriegen wir noch. Oh. Gut, ja. Eindeutig mit dir. Komm her. Nice.
Zwei AOE Heilogis. Aber ich habe mehr Heal. Bitches. I have epic heal most of Doom der Zerstörung. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Schöne Sache. Und jetzt abgeben und dann bomben wir dem die Scheiße aus dem Leib. Dann. Ja, also jetzt geht's wieder mit der Framerate. Also ich habe angeblich nur 20 Frames. Das fühlt sich aber irgendwie ein bisschen mehr an. Könnte auch nur ein Irrtum sein. Also Fraps ist da auch nicht immer 100%. Also ich lasse es im Moment in Fraps anzeigen. Deshalb seht ihr das nicht. Ist auch da nicht 100% sicher. Ich muss sagen, Mephurion auf Heilung zu spielen, jetzt also Vollheilung, macht schon Spaß. Das ist was, also das ist geil. Und er ist echt ein sehr starker Heiler. Also, ich muss sagen, ich kenne wenige Heiler, die so stark sind. Und, naja gut, es gibt allgemein jetzt nicht so viele Heiler in Heroes of Storm, oder? Also es gibt Rayna? Nee, nicht Rayna, wie heißt er mal? Rega. Rega heißt er, sorry. Ja genau, Rayna. Auf jeden Fall der Druide, nicht der Druide, der Schamane, der Shami-Heiler, der ist ganz cool, weil der hat halt einen Insta-Heal für einen, der halt abnormal hoch ist. Also damit habe ich habe mit einem Kollegen zusammen gespielt, der hat Illidan gespielt und ich habe den ohne den abzugraden, habe ich den overhealed. Also zwar schon zu viel. Zu viel Leben hat der gar nicht, der Typ. Oh, wir müssen da oben hin. Ja, 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 ja. Die machen sonst den Boss. Oder auf dem Weg dahin, auf dem Weg dahin. Wir müssen die irgendwie davon abhalten. Sie haben ihn noch. Scheiße, sie haben ihn schon. Warte. Ich heile alles raus, was geht. Ich heile alles raus. Ich heile alles raus. Oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Oh, fuck. Ich kite sie. Ich kite sie. Ich kite sie. Ich kite sie. Ah, fuck. Also ich habe sie echt gut gekitet, aber... Ah, zerstört sie noch ein paar Leute. Wenigstens einen. Komm, bitte. Einen hat sie ja schon zerstört. Vielleicht. Was macht der Tyrael da? Wie greedy kann man einfach sein? Er hat sie gerade getötet, oder? Ja, er hat sie gerade getötet. Dann Backport und helfen da. Das Ding natürlich. Bot? Die Bot? Oh ja, das sieht auch nicht. Alter, okay, wir zerstören gerade deren Base. Easy. Also nicht wirklich, aber ist ja egal. Jetzt müssen wir nur deffen und die achten nicht darauf, dass gerade ihre Base zerstört wird anscheinend. Oder oben liegen noch Münzen. Eine Münze. Mein Schatz! Oh. Ja, wir können die Truhen öffnen. Wir können sie richtig hart öffnen. Wir können sogar richtig hart eröffnen. Ja, das stimmt. Sie haben also wirklich Bord, haben sie richtig viel verschenkt. Sie haben, wir haben gewonnen. Krass, okay, das ist also... Also es fing richtig scheiße an. Und dann wurde es geil. Mehr oder weniger. Der letzte Teamfight war ganz cool, weil ich habe halt... Ich habe halt versucht, sie ganz, ganz lange zu kiten und es hat echt gar nicht so schlecht geklappt. Also ich habe übrigens gerade die Quest hier von wegen ein... Neue Stufe Umstieg? Nee, neue Heldenstufe 500 Gold. Krass. Oh, ab Level... Alter, da gibt es 2000. Ich dachte, es wären nur alle 10. Ja, allgemein ganz cooles Game. Wie gesagt, hier, ich habe gerade das spielt einen Helden, spielt Warcraft Helden. Ein Spiel Krieger. Ich könnte auch mal Dings hier spielen. Wie heißt er denn? Der Zwerg. Der Stunzwerg. ist auch egal. Ihr wisst, wen ich meine. Ich kenne den Namen auch. Ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich das nächste Spiel spielen und vielen Dank fürs Zuschauen.